Hey Luki, was kochen wir heute? Ich weiß nicht, aber ich glaube Chili con Carne. Ah, magst du das gern? Ja, weil es so schön scharf ist. Genau. Und was brauchen wir da? Weiß ich gerade nicht. Wahrscheinlich einen AMC-Topf, oder? Ja. Und den darf ich sagen, den heizen wir jetzt einmal auf. Auf voller Leistung. Ist er schon. Bis zum Kotelettfeld. Da stellen wir uns schnell den Pieper da rein. Okay. Papa, Piepser, nicht Pieper. Also den Piepser? Ja. Ah gut, den Piepser. Stellen wir uns halt schnell den Piepser rein. Und wo muss der hin, wenn wir ein Fleisch abbrennen wollen? Kotelett oder Galbirum? Kotelett. Genau. Finger weg. Siehst du das? Kotelett. Dann kommt das Kotelett da im Display. Okay. Der graue Pfeil muss über dem grünen Feld beim Kotelett sein. Und der muss da so ein bisschen einrasten, das hört man eh. Okay. Und damit der das richtig gut sagt, muss man über 2 Meter rein. So. Gut, jetzt müssen wir warten, bis er heiß ist. Und dann brauchen wir unser Hackfleisch an und dann geht's weiter. Gut, dann Fleisch rein, einfach ein bisschen anbraten. Normales Rindfleisch, Rinderhack, drüben wieder runter, so wie wir es gewohnt sind. Am besten den Deckel wieder zumachen. Und bei 90 Grad ist ja ein Wendepunkt, das wisst ihr dann. Also innerhalb von ein paar Sekunden geht das rauf. Und dann drehen wir einfach das Fleisch um, beziehungsweise rösten uns das schön fertig an. Dann kommen alle Zutaten dazu. Das, was man halt für sein Chili mag. Tomaten, Tomatenmark, Chili, Chilipulver, Bohnen, Zwiebeln. Ein bisschen Galbirum kann man reinmachen, was man halt mag. Also man sieht, das wird nicht so, das geht bei Hackfleisch wirklich absolut gigantisch. Wenn man sieht, braucht es kein Öl, braucht es kein Fett, das ist eine Bastelei. Und ich bin vollkommen nicht fertig. Der Boden ist heiß und sauber. Wichtig ist einfach nur, dass man den Strumpf nach oben treibt und dann geht das drin. Genau. So, Zutaten haben wir schon fertig. Zwiebeln. Galbirum. Bisschen Sellerie. Und dann kommen noch diverse Tomaten, Gewürze, Chilipulver rein da. Und wenn alles drin ist, verschließen wir das Ganze mit dem Seko-Gericht. Also drin habe ich bis jetzt Tomatenmark, rote Bohnen, Chilipulver, Paprikapulver, irgendwelche Gewürze, Salz muss natürlich rein und eine selbstgezogene, selbstgetrocknete Chilischote. Die haben wir jetzt dann noch ein bisschen aufschneiden und klar machen. Die kommt auch noch mit rein, damit es eine gewisse Schärfe gibt. Genau, dann Seko Quick drauf und das Ganze ein bisschen aufköcheln, ungefähr 10 Minuten. Und nach 10 Minuten kann man das Ganze dann noch abschmecken, um die Schärfe einzustellen und ein schöner Klecks mit saurer Sahne. Also, guten Appetit! Und zum Schluss noch eine schöne Lage Tomatenmark. Das gibt einen guten Geschmack. Den Pieper einfach auf Turbo, vorne aufsetzen, hinten oben drücken und zweimal rund um uns dumm. Und da, wo der schwarze Pfeil über dem grünen Feld einhackelt, da muss man dann stehen bleiben. 10 Minuten lang für Chili, Strom auf Stufe 9. Genau,
Und dann kann man schon locker einen Tisch decken und Salat machen und bis das fertig ist, ist das Essen fertig. Guten Appetit. So, also wenn es heiß ist, Strom wieder runter auf ungefähr 3. Gebimmel ausschalten. So, jetzt ist er ganz heiß. Jetzt können wir den Strom wieder auf 0 ausschalten. Und das Gebimmel wieder ausmachen. Weil ihr wisst ja, alles was unter 15 Minuten ist, kann man beim Seko-Grill den Strom ausschalten. Jetzt müssen wir nur noch warten, bis fertig ist. Und dann kann man essen. Ein schönes Baguette dazu. Grimmiges Käse. Okay. Topf ist wieder abgekühlt. Können wir aufmachen. Oh, schaut ja grimmig aus. Und das müssen wir jetzt einfach mal kurz umrühren. Und dann abschmecken. So, ich glaube, das ist fertig. Jetzt kannst du mal probieren. Warte, ich probiere mal. Oh, das ist ja richtig gut. Gut, Papa.